Herzlich begrüße ich Sie zu einem weiteren Wochenrückblick hier aus meinem Arbeitszimmer in der Kreisverwaltung in Coesfeld. Ich habe mit gewissem Schrecken festgestellt, es ist jetzt der 102. Wochenrückblick, den ich jetzt schon geben darf. Man wundert sich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Auslöser, Sie erinnern sich, war natürlich die Situation rund um Corona und die beschäftigt uns natürlich auch nach wie vor, auch wenn die Corona-Pandemie ein Stück weit hinter den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine zurückgetreten ist. Aber auch in diesen Tagen waren die Medien natürlich vom Thema Corona-Einführung, Diskussion einer allgemeinen Impfpflicht und die Debatte im Bundestag sicherlich dominiert. Und auch bei uns ist das Thema im Gesundheitsamt natürlich nach wie vor sehr, sehr präsent. Die Anzahl der Neuinfizierten ist letztlich immer noch so, Sie können das den Medien immer entnehmen, dass wir tatsächlich da noch lange nicht sagen können, es ist alles erledigt. Und deswegen stimmt mich das natürlich nicht gerade froh. Aber natürlich haben wir allesamt die Hoffnung, dass jetzt irgendwann der Scheitelpunkt auch erreicht ist und die Zahlen dann auch wieder fallen werden. Aber aktuell, wenn ich mir den Indikator, eben die 7-Tages-Inzidenz bei uns im Kreis Coesfeld anschaue, liegen wir mit 1733,9 immer noch auf einem sehr hohen Niveau und es kommen halt immer noch viele neue Infizierte pro Tag hinzu. Macht eben deutlich, dass es weiterhin wichtig ist, die Hygieneregeln zu beachten, die Maske da zu tragen, wo es in Innenräumen halt schnell auch zu Infektionen kommen kann. Und wenn ich mich mit frisch Genesenen unterhalte, dann ist oftmals der Tenor, ich kann gar nicht mal sagen, wo ich mich infiziert habe. Das muss irgendwie so flüchtig gewesen sein, dass ich es gar nicht mehr richtig zuordnen kann. Von daher macht das eben nochmal wieder deutlich, wie leicht so etwas passieren kann. Also noch einmal die Bitte und der herzliche Appell, so wie ich es schon so oft an dieser Stelle wiederholt habe, seien Sie achtsam, seien Sie vorsichtig und achten Sie auf die Hygieneregeln und tragen Sie da, wo es möglich ist, wirklich die FFP2-Maske optimalerweise. Ich finde es gut, dass es auch weitgehend, obwohl es nicht mehr Pflicht ist, in den Schulen noch so weit durchgehalten worden ist. Denn wir wollen ja wirklich, dass jetzt auch die Ferien, die bevorstehen, dann auch von vielen auch wirklich auch Ferien als Ferien genossen werden können und nicht als Quarantänezeit verbracht werden muss. Neben Corona darf ich vielleicht einige Punkte aus dieser Woche noch herausgreifen. Natürlich beherrschte das Thema Ukraine-Krieg auch unser Tagespensum, unsere Tagesarbeit am Ende. Am Montag, als ich zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aktuelle Themen in der Bürgermeisterkonferenz, diesmal in Nordkirchen, besprochen habe, klar, da ging es natürlich auch um das Thema, wie können wir geflüchtete Menschen gut unterbringen, welche Möglichkeiten haben wir, sie entsprechend aufzufangen, zu fördern und natürlich da, wo das gewünscht ist, auch schon das Thema Beschäftigung in den Blick zu nehmen, viele, viele Punkte, aber auch natürlich Betreuung in den Kitas, in den Schulen. Das waren wichtige Themen, die wir hier besprochen haben und die auch natürlich weiterhin elementar wichtig sind. In dieser Woche sind die ersten Flüchtlinge dann auch bei uns im Josefshaus in Seppenrade. Sie erinnern sich, die vom Kreis eingerichtete Puffereinrichtung halt dann auch angekommen und dort betreut worden, weil wir nämlich genau so eine Situation hatten, dass eben in einer Kommune so schnell nicht die Plätze gefunden werden konnten, um die Geflüchteten dann in Familien unterzubringen und da konnte dann wirklich in Seppenrade gut geholfen werden. Ja, am Montag hatten wir dann schon von langer Hand geplant, eine digitale Zusammenkunft mit den Vertreterinnen und Vertretern unseres Partnerkreises aus Prignitz-Ruppin in Neuruppin. Wir haben uns da mit den Kolleginnen und Kollegen aus unserem Partnerkreis zu vielen Themen ausgetauscht. Auch das war total spannend. Klar, auch da das Thema Geflüchtete unterzubringen, aber auch beispielsweise das Thema afrikanische Schweinepest, die ja in Brandenburg tatsächlich auch nachgewiesen ist. Und da war es wirklich sehr hilfreich, sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Partnerkreis auch auszutauschen. Das wollen wir natürlich auch wieder intensivieren an dieser Stelle.
Am Montagabend tagte dann noch hier in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung im großen Sitzungssaal der Polizeibeirat. Das ist ja das Gremium, wo eigentlich dann die Vertreterinnen und Vertreter des Kreistages halt aktuelle Themen der polizeilichen Arbeit diskutieren, die Kriminalitätszahlen halt erläutert werden etc. Auch das war wirklich ein sehr guter Austausch an dieser Stelle. Ja, am Mittwoch konnte ich einerseits einen schönen Außentermin wahrnehmen. Da ging es in Havixbeck auf Einladung des Landesbetriebes Straßen-NRW um die Einweihung und Eröffnung des neuen Radweges an der L550. Das ist das Verbindungsstück gewesen vom Bahnhof zur inneren Ortslage hin. Der Weg ist wirklich toll und breit ausgebaut worden. 3 Meter Breite, also wirklich ein ganz toller Standard, den man sich an vielen Stellen als Fahrradfahrer natürlich wünschen würde. Dank guter Zusammenarbeit aller Akteure vom Landesbetrieb über die Gemeinde, aber auch der Kreis war betroffen, bis hin zum Versorger Gelsenwasser. Da haben wirklich alle toll an einem Strang gezogen. Am Mittwochnachmittag hatte ich dann nochmal ein polizeiliches Thema. Ich hatte eingeladen zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung der beiden Stadtjugendämter Coesfeld und Dülmen und des Kreisjugendamtes mit dann der Kreispolizeibehörde in dem Projekt Kurve kriegen. Ein ganz tolles Projekt, wo man gemeinschaftlich versucht, eben wirklich jungen Straftätern, wo man von der Prognose her schon die Sorge haben muss, dass sie ihre Straftätigkeit verfestigen und dort eben, ich sage das mal ganz plastisch, auf die schiefe Bahn kommen können, um sie davon wirklich auch abzubringen und eben durch eine ganz gezielte präventive Arbeit aller Akteure zusammenfassend wirklich dann auch so etwas auch verhindert werden kann. Ein ganz wichtiges Projekt, was schon in vielen Kreispolizeibehörden und Jugendämtern implementiert ist. Und da ein Dankeschön an das Land, an das Innenministerium, was eben hier dieses Projekt deutlich fördert, sodass es uns möglich ist, eben in dieser Qualität und Güte auch wirklich diese Arbeit so zu betreiben und auch tatsächlich vorzunehmen. Ja, am heutigen Freitag war zunächst morgens, tagte hier nochmal der Krisenstab digital. Auch da ging es, Sie können sich es vorstellen, um das Thema Ukraine. Aber dann eben habe ich gerne an einer digitalen Vernetzungsveranstaltung im Rahmen unseres Projektlabors Mobiles Münsterland teilgenommen. Da geht es ja letztlich um die Verbesserung der Mobilität bei uns im Kreis Coesfeld entlang halt der neuen Achse des X90, halt von Olfen nach Münster über Lüdinghausen und Senden, und ein tolles Projekt. Und da ging es in Fachforen halt nochmal darum, wie können wir das Ganze auf den übrigen Bereich, nicht nur hier im Kreis, sondern natürlich auch darüber hinaus im Münsterland halt ausweiten, und was sind vielleicht auch Dinge, die gut gelaufen sind, aber wo wissen wir aus der Bürgerschaft eben heraus, auch dass das sich beispielsweise eben nicht bewährt hat, und wie man halt die Dinge noch besser halt entwickeln kann. Ja, mit Blick auf die bevorstehenden Osterferien darf ich Ihnen vielleicht abschließend nicht nur, sofern Sie Urlaub haben oder die Möglichkeit haben, sich ein paar Tage freizunehmen, dafür einfach eine gute Zeit wünschen, aber natürlich Ihnen auch den ein oder anderen Ausflugtipp hier in der Region gerne ans Herz legen. Wenn Sie schon lange nicht mehr beispielsweise auf der Burg Fischering waren, dann lohnt es sich, sich mal die aktuellen Ausstellungen dort anzuschauen oder auch eben in unserer Kolvenburg. Aber ein besonderes Angebot darf ich gerne Ihnen empfehlen. Ich hatte in dieser Woche das Vergnügen, an der feierlichen Eröffnung von Schloss Cappenberg teilzunehmen, im Nachbarkreis Unna. Die Experten unter Ihnen wissen, das war früher mal Altkreis Lüdinghausen, von daher sind wir da immer noch besonders verbunden. Und dort hat man eben als Kreis Unna, als Eigentümerfamilie, aber auch als Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach knapp 6-jähriger Bauzeit das Schloss Cappenberg als Altersruhesitz des preußischen Reformers Freiherr vom Stein, vielen vielleicht bekannt, eben jetzt komplett ertüchtigt und eben auch da die Ausstellungsräumlichkeiten ganz toll wieder neu in Szene gesetzt mit einer Dauerausstellung über Freiherr vom Stein. Total sehenswert, aber momentan auch mit einer Wechselausstellung über den Maler Heinrich Graf Luckner, der viele Bezüge zum Schloss Cappenberg und der Eigentümerfamilie halt
hatte. Und das wird da ganz toll nachgespielt. Und darunter eben auch ein tolles Bild, das den Freiherrn vom Stein, eine Auftragsarbeit des damaligen Kreises Lüdinghausen, zeigt. Vor dem Hintergrund quasi der Kulisse von Schloss Cappenberg. Ja, und dieses Bild hat viele Jahre eben im alten Kreishaus in Lüdinghausen im Sitzungssaal gehangen. Also es lohnt sich mal zum Schloss Cappenberg zu fahren und sich das anzuschauen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.